auch nicht. Und denen sage ich kein Willkommen, sondern bleibt da, wo ihr seid. Wir wollen nicht, dass unsere Gemeinschaft zerstört wird, dass unsere Gemeinschaft zersplittert wird. Wir wollen hier leben, so wie wir das hier weiterleben wollen. Natürlich mit Disputen und Diskussionen, aber nicht mit einer Spaltung der Gesellschaft. Hat schon mal gesehen, wie schlimm, oder mal nachempfinden können, wie schlimm kriegerische Auseinandersetzungen sind. Und damals hat man sich sicherlich vorgenommen, dass das nie wieder kommen würde. Aber wie wir wissen aus der Geschichte, gut 20 Jahre später war ein noch grausamerer Krieg hier, und uns den Rücken zu stärken. Den Rücken gestärkt bekommen wir auch vom Alexander Schweizer, SPD-Fraktionsvorsitzender im Landtag. Alexander, schön, dass du da bist. Natürlich, du uns den Rücken stärken mit der Figur, kein Problem. Aber das allein ist es ja auch nicht, sondern wir waren gestern zusammen ja auch bei der Demonstration und es ist schön, dass du, aber auch andere, das muss man sagen, andere Landtagsabgeordnete, auch teilweise Bundestagsabgeordneten bei uns sind und auf der Seite, sag mal auf der Seite der Guten, mit demonstrieren. Dann, wenn das so weiter bleibt, dann haben die Bösen auch keine Chance. Also auch einen herzlichen Gruß an die Ministerpräsidentin, die ja auch uns im letzten Jahr bei diesen Aktionen sehr stark unterstützt hat. Und bei der Gelegenheit, ich komme ja nachher nochmal drauf, aber jetzt habe ich den Alexander gerade dabei. Ich wünsche mir natürlich, dass dein Einfluss auf die Landesregierung noch weiter gestärkt wird. Denn du bist unser Landtagsabgeordneter hier. Und das kann sich nur positiv für Kandel auswirken. Schön, dass ihr da seid. Stärkt sich weiter, bringt sich weiter nach vorne, ist im Vormarsch. Und die USA bringen weiter das voran, America first. Selbst die Briten versuchen jetzt mit der Zerstörung der Beziehungen zwischen Britannien und Europa besser wirtschaftlich über die Runden zu kommen. So, und das ist alles eine Beeinträchtigung des, was wir früher uns alles vorgestellt hatten, über die Globalisierung, über einen globalen Markt, über offene Märkte und offenen Austausch von Gütern, aber auch von Personen. Europa ist dabei sehr kraftlos, immer kraftloser geworden. Es scheint, dass Europa, der Geist, der europäische Geist, zunehmend schwindet. Der Stier Europa kämpft schon lange nicht mehr und hat auf der Wirtschaftsbühne nur noch eine verhaltene Position. Keine Einigung in der Außen- und Verteidigungspolitik, schon gar nicht in der Flüchtlingspolitik. Auch das alles kriegen wir auf kommunaler Ebene mehr oder weniger zu spüren. Aber was wir zu spüren bekommen, ist die unsagbare Tätigkeit, Gesetze und Verordnungen auf europäischer Ebene zu verabschieden. Sie können es sich nicht vorstellen, was da in den letzten Jahren und Monaten alles produziert wurde. Da kommt der Bund natürlich auch, das Land auch, aber von Europa ist es doppelt schwierig. Allein diese Kompliziertheit der Vergaben von Aufträgen und Abrechnungen hat die Verbandsgemeinde jetzt veranlasst, zusammen mit Wörth und Hagenbach sogenannte Vergabestellen einzurichten. Da sind Spezialisten am Werk, die Ausschreibungen für welche Bauwerke oder so etwas betreuen, vorbereiten und hinterher kontrollieren können. Allein in diesem Jahr müssen wir für 4 Projekte in der Stadt die Architektenleistungen europaweit ausschreiben. Können Sie sich vorstellen, dass da ein Architekt aus Portugal oder aus Italien auf einmal hierher kommt und einen Kindergarten oder einen Bauhof plant? Also das ist nicht das Europa, was wir uns vorgestellt haben. Wir wollen hier Architekten aus der Region haben, damit wir unsere Baustile hier erhalten können und verwirklichen können, aber keinen Architekt, der da unten ist und unsere Sprache da nicht spricht. Wir müssen das aber jetzt so tun und haben extra Büros, die sich dadurch gebildet haben, beauftragt, dieses Europa 4 Stück allein für die Stadt Kandel, 4 Stück auszuschreiben. Andere machen das natürlich auch. Ein riesiger Zeitverzug, der da auf uns zukommt, aber auch natürlich auch viel mehr Geld, was wir dafür in die Hand nehmen, denn die Büros arbeiten ja nicht für natürlich auch auf uns aus. Aber in der Bundesrepublik haben wir wirtschaftliches Wachstum, 10 Jahre lang schon.
Der Exportüberschuss soll gleich hoch bleiben, die Arbeitslosigkeit ist weiter gesunken. Dennoch, Deutschland first, wird die Bundesregierung jetzt sogar Fachkräfte aus anderen Ländern, auch aus Flüchtlingsländern, anwerben, die unsere Wirtschaftskraft hier weiter stärken. Ich frage mich, ob das so klug ist. Die letzten Kräfte, die dort die Gesellschaft stabilisieren, noch abzuziehen, damit unser Wirtschaftsstandort weiter gekräftigt wird. Umgekehrt käme man ja vielleicht auf die Idee, von uns aus Experten in diese Länder zu schicken, damit dort die Gesellschaft weiter existieren kann und damit vielleicht weniger Flüchtlinge sich auf den Weg machen, hier nach Europa. Unsere tragenden Parteien haben, Sie haben es letztes gesehen mit den Wahlen in Bayern, aber auch in Hessen. Die Probleme sind vielseitig, aber auch bekannt und kann man auch abändern. Jeder fünfte Arbeitnehmer arbeitet in Teilzeit oder hat ein befristetes Arbeitsverhältnis. 4,5 Millionen Arbeitnehmer haben ein Bruttoeinkommen von 2.000 Euro. Denen ist zugesagt, bis 2025 auch eine Rente zu bekommen von 48%. Können sich vielleicht ausrechnen, die Altersarmut ist prognostiziert und das bei steigenden Lebenshaltungskosten und bei steigenden Mieten. Daher der Vertrauensverlust in unsere Situation, die Kluft zwischen Arm und Reich verändert sich auch in der Bundesrepublik sehr drastisch. Die Schere geht weiter auseinander. Und das ist eine Entwicklung, die uns doch Sorge machen sollte, denn es kann explodieren. Wir haben das in der Nachbarschaft in Frankreich gesehen, wie es auf einmal explodiert. Da sind die Gelbwesten da und gehen zu Hunderttausenden auf die Barrikaden, auf die Straßen. Und siehe da, innerhalb kürzester Zeit stellt der Staat jährlich 10 Milliarden Euro mehr Sozialleistungen zur Verfügung. Das heißt, es geht doch. Man sieht das, jetzt sagt jeder, in Deutschland kann das nicht so passieren, aber das weiß man immer nicht so genau. Insofern, denke ich mal, sollten wir alle unsere Politiker darauf aufmerksam machen, für den sozialen Ausgleich in unserer Republik. Sich einsteigen, explosiv in die Höhe. Sozialer Wohnungsbau ist vor Jahren privatisiert worden. Heute verlangt man wieder nach bezahlbarem Wohnraum. Das müssen wir auch leisten und dem müssen wir uns auch stellen. Egal, wer die Infrastruktur zahlt, wir brauchen Kindergärten, wir brauchen Sporteinrichtungen, wir brauchen eine Stadthalle, Schulen und Straßen, ausgebaute Straßen und, und. Und wenn der Bund und jetzt auch das Land sich auf die Schulter klopfen und sagen, wunderbar, schon wieder ein Jahr ohne neuen Schulden aufzunehmen, dann trifft das für uns Kommunen, ein Großteil der Kommunen in Rheinland-Pfalz zumindest nicht zu. Großteil der Kommunen ist hochverschuldet und es ist noch kein Ende, aber sie 7 Stunden lang im Kindergarten verbringen. Aber wir müssen alleine Kandel 3 Kindergärten umbauen, damit wir so eine Essensausgabe, einen Mensabetrieb auch auf die Beine stellen können. Außerdem werden die Kinder dann müde, müssen schlafen. Auch die Räumlichkeiten müssen geschaffen werden. Das sind Kosten, die auf uns zukommen. Und ich hoffe, dass das Land an sein Konnexitätsprinzip denkt. Das heißt auf Deutsch, wer bestellt, bezahlt. Ich hoffe, Alexander, du wirst dich dafür uns einsetzen, dass wir nicht allein an diesen Umbaukosten hängen bleiben. Ich denke aber, die Zielrichtung ist klar. Vereinbarkeit von Familie und Beruf muss gewährleistet sein. Und das muss auch dann so durchgesetzt werden. Kreis Germersheim. Allerdings kommen wir schon jahrelang nicht mehr mit eigenen Mitteln aus dem Sumpf der Verschuldung. Wir haben im Jahr rund 12 Millionen Einnahmen, die zur Verfügung stehen, müssen dafür aber rund 10 Millionen abgeben an die Verbandsgemeinde, an den Kreis oder auch an das Land. Und von 2 Millionen, die wir noch haben, können wir die 100 Beschäftigte, die wir allein haben, aber auch unsere Einrichtungen nicht bezahlen. Wir überlegen natürlich auch immer, wo kann man da noch sparen? Und jedes Mal bei der Haushaltsdiskussion ist das natürlich ein Thema. Da heißt es sparen, sparen. Beim letzten Mal hieß es ja, wir müssen die Reißleine ziehen. So, wo sollen wir da die Reißleine ziehen? Sollen wir es wie in Amerika machen, unsere Bediensteten nach Hause schicken? Sollen wir die Hallen schließen, die Sportstätten schließen, die Kindergärten?
wo ist da anzusetzen, wo kann man da was tun? Ich denke mal, dass dem Bürger ist es egal, wer das bezahlt. Und ich meine, wir Kommunen sind Teil des Landes. Das Land ist für uns finanziell mitverantwortlich. Wir können über die Hebesätze ein bisschen regulieren, aber nicht viel. Wir sind abhängig vom Land, wir sind Teil des Landes, wir sind nicht autark. Und deshalb bleibt im Schluss nur noch das Prinzip Hoffnung, dass wir aus dem Sumpf der Verschuldung dann doch mal, auch ebenso so wie das Land das geschafft hat, dann herauskommen. Alleine werden wir dieses allerdings nicht schaffen. Es ist sehr löblich. 7 Millionen stehen da in den nächsten 10 Jahren zur Verfügung. Und das wollen wir auch hier in Kandel dann ausgeben. Ausgeben für die Attraktivität der Innenstadt, für die Erhaltung der Bausubstanz in der Innenstadt. Also Private haben einen Vorteil davon, aber auch die öffentliche Hand einen Vorteil davon. Und wir möchten natürlich, dass einige Leerstände, die wir haben in Kandel, oder einige Schandflecken, Schlecker, Auto aus Boländer, oder auch das Haus, was an der Ampelecke unten abgebrannt ist, dass das wieder aufgebaut wird. Dazu wollen wir auch diese Gelder verwenden. Denn jeder, der von Kandel reinkommt und sieht das und sagt, das kann doch wohl nicht das Kandel sein, was ich mir vorstelle. Und da kommen wir schon mal zurück auf unsere Freundin Reichshofen. Als ich neulich da war, haben die mir gesagt, bei uns ist völlig üblich, dass man mit dem Handy beim Lebensmittelhändler kurz bestellt, was man braucht. Und dann fährt man in einer halben Stunde später hin und dann ist der Kasten bereit, man bezahlt und fährt wieder nach Haus. Auch die Hauszustellung ist völlig unproblematisch. Ich denke mal, auch da können wir auch von unseren Nachbarn noch einiges lernen. Sonntag offen, Kaufsonntagen, mit Künstleraktionen, aber auch mit Kinderfesten dazu beigetragen, dass die Innenstadt attraktiv bleibt. Das soll auch so bleiben und soll auch gebündelt werden und intensiviert werden. Jasmin Tschirner, sie ist hier. Herzlich willkommen. Jeder kennt ja so seinen Arzt. Eine ganz andere. Diejenigen, die heute einen Abschluss haben, sind meist Frauen. Früher waren es halt die Männer und die Frauen kriegen die Kinder und haben auch andere Verpflichtungen oder ein anderes Bedürfnis, ihre Arbeit wahrzunehmen. Dem müssen wir uns stellen und deshalb sind wir schon der Meinung, dass wir ein Ärztehaus brauchen. Es ist jetzt vorgesehen, gegenüber dem Edeka-Markt, also hinter Opel Tretter, das zu tun. Der Investor will dieses bauen und will auch ein kleines Hotel, das dann los ist und wie das ist. Sie haben durchaus ein großes Interesse, in Kandel so ein Geburtenhaus zu errichten, mit uns zusammen, weil sie auch sehen, so kann es ja nicht weitergehen. Ich war sehr erfreut, dass ich jetzt in der Zeitung gelesen habe, dass auch der Bundesgesundheitsminister jetzt gesehen hat, dass die Ausbildung zur Hebammen ein vordringliches Initiative entfacht haben mit Hagenbach und mit der Stadt Wörth, auch über die Verbandsgemeinde, dass wir da neue Gewerbegebiete ausweisen. Es ist noch nichts festgeschrieben, also Sie brauchen, wenn dann Eigentümer da sind, nicht schon daran denken, dass die Grundstückspreise da schon steigen, sondern es sind einige in der Diskussion, aber es ist auch, und das ist das Neue an der Sache, es ist eine Diskussion darüber, wer kriegt welchen Schwerpunkt. Und das finde ich auch richtig. Brauchen, die halt den Hafen brauchen oder die in Wörth sind, da auch besser aufgestellt sind. Aber was wir brauchen, ist alles das, was mit Computern, mit Digitalisierung, mit künstlicher Intelligenz zu tun hat. Das können wir in Kandel gebrauchen. Das sind feine Büros, das sind gute Arbeitsplätze und das ist auch die Zukunft und das sind die steigenden Bedürfnisse der Gesellschaft. Und dem wollen wir uns auch stellen und daran wollen wir auch weiter arbeiten, weiterentwickeln können. Die Ortsrandstraße, die wir noch vor Jahren vorgesehen haben, ist leider weggefallen, deshalb mussten wir wieder umplanen. Aber das Baugebiet K2 über dem neuen Kindergarten am Höhenweg ist so weit jetzt, dass wir im Frühjahr dieses Jahres die Bagger einsetzen können. Es wird also da begonnen mit der Erschließung. Ein Jahr Erschließungszeit, Arbeit muss man da rechnen. Und dann können 160 Bauplätze dort vergeben werden. 160 Bauplätze ist schon ein Wort. Und wenn Sie sehen, was da vorgesehen ist, hauptsächlich Ein- und Doppelhäuser, Einfamilienhäuser, Doppelhäuser, also kein großer Geschosswohnungsbau. Und davon, den 160 Grundstücken, wird der Stadt ungefähr 60 übertragen werden.
wir werden die nach einem besonderen Schlüssel, der auch hier Engagement und den Wohnort hier berücksichtigt, werden wir dann noch eine andere Struktur bekommen. Ich habe es, glaube ich, letztes Jahr auch schon gesagt, wir wollen uns da dem demografischen Wandel natürlich stellen. Das heißt, der Anteil der Älteren wird größer. Viele sprechen mich auch an bei Geburtstagen, anderen Anlässen und sagen, ich möchte mein Haus schon gern verkaufen, aber ich möchte eine Eigentumswohnung haben mit möglichst Tiefgaragenplatz, sodass ich mit dem Fahrstuhl direkt in die Wohnung fahren kann und den Garten brauche ich dann auch nicht mehr. Das ist, wollen wir da tun. Wir wollen da Mietwohnungsbau anbieten, Geschosswohnungsbau. Wir wollen verschiedene Wohnformen, auch genossenschaftliches Wohnen. Die VR-Bank ist ja da schon prädestiniert, so etwas zu überlegen, mal anbieten, wo man sich einkaufen kann, wo man was betreiben kann, aber auch die Versorgung da regeln. Aber auch hier wäre es möglich, dass so Dienstleister, Computertechniker, Büros sich dort was wir zu berücksichtigen haben. Und wir erinnern uns, viele erinnern sich vielleicht noch daran an die Grenzlandtage. Es hat also auch das Stadion eine sehr historische Dimension und Bewertung. Und wir sind froh, dass wir mit diesem Programm, in ein Landesprogramm mit aufgenommen werden können, dass es uns hier Zuschüsse gibt, denn die Renovierung, die Sanierung wird rund 3 Millionen. Die Lösung, die jetzt da ist, ist ein Vorbau vor der Wienwaldhalle, kostet aber rund 1,3 Millionen. Aber auch mit dieser Lösung ist die Kreisverwaltung zufrieden. Und wenn wir das denn auch in das ein Zuschussprogramm unterbekommen, können wir diese Arbeiten dann auch. Deshalb haben wir schon jetzt ein Auge darauf geworfen, dass sich das um eine selbstreinigende Toilettenanlage handelt. Ist natürlich ein bisschen teurer, aber wer gibt nicht gerne mal 1 oder 2 Euro, um dafür eine saubere Toilette zu finden? Auch das ist, denke ich mal, wichtig und für unser Image als Einkaufsstadt und Besucherstadt sicherlich auch wichtig am nächsten unserer Landespolitik. Und insofern müssen wir sehen, wie wir uns da am besten und am klügsten da weiter bewegen. Deshalb möchte ich meine Ansprache heute schließen mit einem Zitat vom Dalai Lama, der gesagt hat, wir sind heute wirklich eine Weltfamilie. Was in einem Teil der Welt geschieht, kann uns alle treffen. Dem ist nichts hinzuzufügen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Thank you.